Willkommen zurück zu Clash of Clans bei meinem Psychodog-Account. Ich bin kurz davor, Level 100 zu werden. Es ist eigentlich nicht viel los. Die Clan-Spiele sind gerade vorbei. Die Clan-Kriegsligen sind auch vorbei. Wir sind Dritter geworden. Leider. Ich habe ziemlich aktiv mitgemacht und natürlich Boni bekommen. Ich weiß nicht. Ich will einen der vier Hammer kaufen und nutzen. Ich weiß aber nicht welcher. Der Helden wäre natürlich schön. Aber lohnt sich jetzt noch nicht für mich. Meine Helden sind gerade auf 17 und 15. Lohnt sich nicht wirklich. Also, ja. Dann, Hammer des Kampfes und der Zauber. Ja, könnte ich gut nutzen. Vor allem des Kampfes, weil Zauber kann ich jetzt nicht mehr viel verbessern. Nur noch die drei hier, alle anderen sind fertig. Mit dem Hammer des Kampfes würde ich halt den Lava-Hund verbessern. Und Gebäude, ich stehe halt kurz vor Rathaus Level 10. Und da habe ich so die Idee, das Rathaus machen zu lassen. Mit dem Hammer. Und ja, deshalb muss ich nochmal überlegen. Das Elixier gebe ich noch nicht aus, wegen den Kugeln. Die kann ich nochmal verbessern. Und ja, hier müsste ich dann noch was einsammeln. Lohnt sich aber noch nicht. Ja, deshalb würde ich jetzt hier den Hammer des Kampfes mir holen. Kaufen. Dann gehen wir mal zum Labor und machen mal den Lava-Hund. 60.000 Dunkles. Gespart. Schon Level 2. Ist das schon aktualisiert? Ja. Ich habe vor, jetzt einen Angriff zu machen und dann gehen wir wieder zurück zu Mr. Simulation. Ich habe Schild, egal. Was tut man nicht alles für YouTube, für Videos? Ist eigentlich eine inaktive Base, aber naja. Ja, ich suche mir häufig schwächere Gegner aus, wo die Queen zum Beispiel gerade nicht da ist, also verbessert wird oder ähnliches, und die etwas schwächere Luftabwehr haben. Die sind schön dicht beieinander, aber da ist der Luftfeger zwischen. Ich kann es ja mal versuchen. Und jetzt. Damit die Queen schön viel Schaden nimmt. Jetzt noch ein Gift drauf. So. Ah, die Queen ist leider noch nicht down. Schade. Komm schon, mach die Queen down. Als ob die Queen noch lebt. Ach man. So, den King zünden wir mal. Wir kriegen keine 2 Sterne. Na toll. Ich krieg manchmal sogar 3 Sterne. Und jetzt?
Doofe Queen, warum lebst du noch? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Da. Queen. Zünden wir mal besser. Der Magierturm ist eh fast down. So, dann... Ja, beenden wir mal. Sonst ist die Queen noch zu low. Dauert eh noch ewig. Ah, hier haben wir einen Stern bekommen. Wir können noch eine Mauer machen. Es ist einfach abscheulich, wie teuer die Mauern werden. 1 Million für eine einfache Mauer. Ich frage mich wirklich, was da los ist. Und das ist gerade mal der Anfang, das ist die Mauer auf Level 10. Danach werden es 2 Millionen. 4, 6, 8. Und im Vergleich zu einer Goldmine, die kostet 500.000. Leute, bitte. So, dann hatte ich vor, 10-mal Mauerringe mir noch zu holen. So. Und einen Ressourcentrank. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich meine, 10-mal Mauerringe, das spart extreme Kosten. Das sind 10 Millionen. So, 2. 4. 6. Und 8. Dann habe ich jetzt noch 2. Und die nutze ich. Nee. Ach komm, einfach hier ein. Und hier ein. So. Ah, haben eine Aufgabe erledigt. 500.000 Elixier. Ich hätte dann 4 Millionen, fast das, was ich brauche. Ich warte noch bis nächste Woche. Okay, Leute, dann gehen wir mal kurz zu Mr. Simulation rüber. Die Folge ist schon halb vorbei, aber egal. Bis gleich. So, wir sind zurück. Wir wurden angegriffen. Sammeln mal kurz die Sachen ein. Den verborgenen Tesla habe ich 2-mal verbessert. Geht leider nicht mehr weiter. Und ich habe noch eine Stoßfalle gemacht. Die hier müsste ich dann noch machen jetzt. Das Labor ist komplett fertig. Wir können es auch nicht verbessern. Das Einzige, was wir mit Alex hier machen können, ist die Juwelen hier. Natürlich auch noch vor. Und dann fehlt uns Massen an Gold. Also, los geht's. Okay. Mhm. Wenn das jetzt klappt, bin ich glücklich. Nein, natürlich nicht. Die laufen außen rum. Riesenbombe ist noch dran. Komm schon, geh zum Rathaus. Ja, die laufen zum Komm, komm. Ja, einen Stern haben wir. Können wir das noch? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Schieß. Schieß. Ah, schade. Einer hätte vielleicht noch gefehlt. Ein Schuss. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ist doch nice. 180.000. Yay. Dann werde ich die immer gleich verbessern, wenn das fertig ist. Wir gehen mal rüber. Wir wurden angegriffen. Mhm. Entfernen das hier mal, während wir mal angreifen. Wir haben nämlich nicht viel Loot. Ja, und ich habe natürlich wieder was vergessen. Ja, ich habe was vergessen. Ich habe mein Lager ja verbessert, jetzt 2-mal. Das ist jetzt Level 5, maxed. Und die hier sind nur 4, deshalb ganz einiges mehr lagern. Hat nur 40% Gold, wir haben gewonnen. Dann habe ich hier noch angefangen, die Mauern zu machen. Ja, danach muss ich das hier noch machen und das hier noch. Kann ich eigentlich jetzt schon machen.
das da, das da. Und hier drinne können wir so gut wie gar nichts mehr machen. 250.000. Hey, die Kobolde fehlen mir auch beim anderen Account. Passt ja. Okay, dann greifen wir an. Ich guck mal kurz, wie weit wir jetzt noch kommen könnten. Schaukelburg. Aha. Was, wenn wir jetzt einfach die Riesen hier reinjagen? Nichts, oder? So. Dann laufen die da durch. Und sonst nichts. Oha. Paar Sprungfallen, einige Bomben. So. Ah, schaffen die das? Warte mal. Kommt schon, Bogies. Kommt schon, ihr schafft das. Nicht aufgeben. Zusammen seid ihr stark, ja. Oh mein Gott, geschafft. Wir haben 100%. Oh, das waren einige Bogies, die gerade weggeflogen sind. Und noch ein Bogie. Sollte das jetzt ein schweres Level sein? Ich meine, die da vorne waren wesentlich schwerer. Also, soweit ich mich erinnern kann. Boah, wie viel die Riesen gelitten haben. Die haben kaum noch Leben. Und das letzte Lager. Peng. Fertig. 100% 17.000. Warte, haben wir Minus gemacht? Ja, wir haben tatsächlich Minus gemacht. Unsere Truppen kosten doppelt so viel. Ja gut. Dann machen wir jetzt noch erstmal einen Angriff hier. Ich wechsle immer ab, fange hier an. Dann kann ich hier einen Angriff machen. Insgesamt 3 hier und beim anderen Dorf 2. Ist ziemlich gut, finde ich. So. Ich glaube, wir lassen mal die Taktik so, oder? Ich glaube, wir machen es so. So. Leute, bitte. Aber egal, wir haben auch, wir können 2 Sterne. Oh, cool. Oder 3 Sterne garantiert nicht. Allerhöchstens. 70, 80% so. Ja, 80, glaube ich. 80%, weil sie jetzt die Kanone noch zerstören. Hoffentlich. Komm schon. Komm. Na egal, fast 80%, okay? Und 2 Sterne. Ich bin recht zuversichtlich. Oh. Gewonnen. Und ich habe so viel Elixier. Jetzt kann es vorkommen, dass unser Elixier lang einfach maßlos volllaufen wird. Und ja gut, ich werde dann die Juwelenmine direkt danach machen. Das geht ja leider nicht mehr. Oh, Bomber. Ich mag die Bombenwerfer. Ich mag die Bombenwerfer, muss ich ehrlich sagen. Ich nutze sie bei meinem anderen Account auch. Hab zwar jetzt nichts aufgenommen dafür, aber ja, ich mag sie. Okay, dann machen wir noch einen normalen Angriff. Wir geben 35.000 aus, das muss ich mir merken. 35.000 Elixier. Hat der da Truppen drin? Bitte sag nein, weil die Base sieht inaktiv aus. Und ich hab vor, die von hier anzugreifen. Von da etwa. Weil dann die beiden Kanonen direkt kaputt sind. Bitte, bitte. Er hat keine. So, dann mal hier den Blitz sauber drauf. Und vielleicht mal alle Riesen setzen.
So, und dann fangen wir mal von hier an. Alle Bogies zu setzen. Dann gehen die wie so ein Lauffeuer überall hin und... Ah, ein paar machen es richtig. Ein paar gehen rein. Ich habe die nicht so gut platziert. Die Riesen scheinen alles kaputt zu machen. Sieht gut aus. Einige gehen schon auf den Magierturm. Der Magierturm ist jetzt noch die schwerste Verteidigung von allen. Aber wir haben es geschafft. Mit mehr oder weniger Hälfte Leben. Also, ja. Wir haben es geschafft. 50% schon. Wenn uns jetzt die Zeit ausgeht, haben wir trotzdem gewonnen. Einige gehen schon aufs Rathaus. Ist ein Rathaus Level 6er. Oh, in der Klärmburg scheint noch was drin zu sein. Aber scheinbar auch nicht so viel. Scheinbar sind da nur ein paar mickrige Goldstückchen und Elixiertropfen. 2400 Elixier ist da drin. Und kein Gold? So gut wie kein Gold? Kein Gold. Oh, einfach nur 2420 dunkles, normales Elixier. 100% geschafft. Nice. Wir sind in eine Liga aufgestiegen. Yay. Bronze 1. Oh Mann, das Video geht schon 17 Minuten. Na, 16. 16, 17, so ungefähr. Letzter Angriff. Auf die Mauern, Kameraden. Jetzt wäre der Bomber gut. Einfach hier hinsetzen. Da. Und der wirft die Bombe hier rauf. Aber die Mauer geht trotzdem kaputt. So nützlich. Aber nicht da. So. Und dann machen wir noch. Da hier hin. Okay, die werden nicht angegriffen von der Doppelkanone. Nein! Meine ganzen Barbaren sind draufgegangen. Oh Gott! Das ist schrecklich. Das ist so schrecklich. Nein, nicht mal 40%. Es sah gut aus. Sie sind alle in den Zerschmetterer rein wegen den Wachposten. Nein. Und wir haben trotzdem gewonnen. Wow. Wie hat der denn angegriffen? 6-mal Babydrachen. Ja gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal habe ich den Zerschmetterer und die Juwelenmine. Und drüben hab ich dann... Minenwerfer vielleicht. Und die zwei... Nee, doch nicht, warte mal. Level 3, Level 5. Ja, die Kanone mache ich nochmal. Ich mache die Kanone nochmal und da sind noch ganz viele Mauern. Und den Kobold. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.